Schneidet man eine Kugel mit einer Geraden, hat man folgende Situation. Eine Kugelgleichung hat immer die Form x1 minus m1 Quadrat plus x2 minus m2 Quadrat plus x3 minus m3 Quadrat gleich r Quadrat, wobei m1, m2, m3 die Koordinaten vom Mittelpunkt sind und r natürlich der Radius. Die Gerade hat natürlich wie jede Gerade die Form x-Vektor gleich Stützvektor oder Ortsvektor plus r mal Richtungsvektor. Wie gehe ich vor? Das x1 von meiner Geraden ist die erste Zeile. Das setze ich für x1 ein. x2 ist die zweite Zeile. Das setze ich für das x2 von der Kugelgleichung ein. Und x3 ist die dritte Zeile. Das setze ich fürs x3 ein. Ich werde also nachher in dieser Kugelgleichung nur noch einen Parameter haben. Den r zu nennen war ungeschickt, weil sonst verwechselt man ihn im Radius. Nennen wir ihn t. Ich werde also in dieser ganzen Gleichung nur noch ein t haben, das allerdings quadratisch auftaucht. Und wenn ich eine Unbekannte im Quadrat habe, werde ich irgendwann mal zum Schluss die Mitternachtsformel anwenden müssen, also sprich ABC-Formel oder PQ-Formel. Und je nachdem, was unter der Wurzel auftaucht, also je nachdem, in dieser ABC- oder PQ-Formel, was Positives auftaucht, was Negatives oder Null, liefert mir die Gleichung entweder eine Lösung oder keine Lösung oder zwei Lösungen. Und damit werde ich dann erhalten, ob Kugel und Gerade zwei Schnittpunkte haben, ob Kugel und Gerade sich berühren oder ob Kugel und Gerade überhaupt keinen Schnittpunkt haben. Das heißt, bei Schnittkugelgerade ist es eigentlich gar nicht notwendig, zuerst zu überprüfen, schneiden sie sich überhaupt. Das kommt nämlich dann automatisch raus. Also, Resümee. Ich löse in der Geraden nach x1, x2, x3 auf, das heißt, ich nehme die einzelnen Zeilen her. Setze in die Kugelgleichung ein. Ist also ähnlich wie Schnittgerade und Ebene. Löse nach t auf und kriege meine Schnittpunkte.